Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr zu Hause mit möglichst einfachen Mitteln ein solches Produktfoto einer Flasche fotografieren könnt. Ich werde hierfür auch nur ein einziges Licht verwenden und damit wir später auf beiden Seiten natürlich einen Lichtschein haben, werde ich euch später zeigen, wie ihr das mit Hilfe von einer kostenlosen Software zusammensetzen könnt. Wenn ihr zweimal so ein Licht habt, in meinem Fall ist es übrigens ein Relight K21, spielt aber natürlich keine Rolle. Allerdings macht so ein längliches Licht deutlich einfacher. Wenn ihr zwei davon habt, könnt ihr das Ganze gleich natürlich fertig fotografieren. Ich gehe aber mal davon aus, dass die meisten von euch allerhöchstens ein so ein Licht haben. Und genau deswegen zeige ich euch jetzt das Ganze anhand von eben einem einzigen Licht. Als Hintergrund werde ich hier ein solches Vinylblatt verwenden. Ihr könnt aber natürlich ganz normal auch aus einem Baumarkt einfach ein Stück Bastelkarton oder irgendwas in die Richtung nehmen oder ein Stück Vorhang. Ja, das ist natürlich euch überlassen. In meinem Fall verwende ich jetzt eben hier dieses Vinylblatt. Ich bilde hier so eine kleine Hohlkelle, dass wir hier keinen harten Knick haben, sondern einen schönen weichen Übergang. Und damit das Ganze auch hält, klebe ich hier das einfach mit einem Streifen Klebeband. Das Ganze habe ich jetzt vielleicht ein bisschen hoch angeklebt, weil wir hier unten sehr wenig Spielraum haben und ich will ja später meine Flasche da auch noch draufstellen. Deswegen korrigiere ich das Ganze nochmal so ein bisschen und ja, ich denke mal, auch so auf der Höhe könnte es ganz gut hinkommen. Ja, eine Weinflasche habe ich jetzt leider nicht zur Hand gehabt, aber ich denke mal, die Flasche hier, die tut es auch. Ist ja im Prinzip völlig egal, was für eine Flasche ihr fotografiert. Glasflaschen haben natürlich eine schönere Spiegelung und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr eine volle Flasche fotografiert, weil das später auf dem Bild sehr viel besser aussehen wird. Ja, der erste und wichtigste Schritt macht zwar keinen Spaß, aber ist erstmal putzen. Glaubt mir, später in den Aufnahmen wird man so sehr sehen, ob ihr eure Flasche sauber gemacht habt oder nicht. Deswegen ja, nehmt euch ein paar Minuten Zeit und macht erstmal eure Flasche von Fingerabdrücken und so weiter sauber. In meinem Fall habe ich das jetzt hier schon gemacht. Ich habe es aber nochmal angelangt, deswegen werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen drüber wischen. Genau, und versuche eben, dass gerade an den glänzenden Glasstellen keinerlei Fingerabdrücke oder Staubkörner oder so mehr oben liegen, weil wirklich später mit der Beleuchtung wird man das ziemlich krass alles sehen. So, als nächstes ist ganz wichtig, weil wir ja unsere fertige Aufnahme aus mehreren Bildern zusammensetzen, dass wir ein Stativ verwenden und da unsere Kamera draufschrauben und die später dann auch nicht mehr bewegen, sobald wir das erste Foto aufgenommen haben. Ja, weil mein Motiv natürlich eher höher ist als breiter, werde ich hier meine Kamera auch im Hochformat anbringen und fotografiere das Ganze auch im manuellen Modus. Auch das ist sehr wichtig, dass wir die verschiedenen Aufnahmen perfekt übereinander legen können und da auch keine Sprünge in der Helligkeit und so weiter haben. Als erstes richte ich jetzt mein Motiv hier mal so aus, dass das schön mittig in meinem Bild sitzt und dass die gesamte Flasche von unserem Hintergrund umgeben ist. Wenn ihr unten oder oben ein bisschen im Bild noch ein Stück weiße Wand oder was auch immer habt, ist das nicht so schlimm. Das können wir später entweder künstlich ersetzen oder einfach ganz normal zuschneiden. Das sollte kein Problem sein. Fokussieren werde ich manuell aufgrund der schon angesprochenen Problematik, dass wir mehrere Bilder stacken wollen, also übereinander legen wollen. Und da wäre es natürlich auch blöd, wenn der Fokus immer ein bisschen woanders liegt. Deswegen schalte ich meine Kamera hier in den manuellen Fokus, mache die Blende möglichst weit auf, damit ich auch wirklich sehen kann, wo der perfekte Fokus liegt, gehe in meine Fokuslupe hier rein und lege manuell den Fokus so, wie ich ihn haben will, also im Zweifel perfekt aufs Etikett oder eventuell sogar ein Stückchen weiter dahinter, dass wir die Kante möglichst scharf haben. So, und das sieht jetzt in meinem Fall ganz gut aus. Jetzt wollen wir aber möglichst viel Schärfe in unserem Bild haben, weil mehr unscharfen Hintergrund, der bringt uns hier jetzt eh nichts, wird später eh dunkel sein. Und wir wollen möglichst die komplette Flasche scharf haben. Also werde ich jetzt hier meine Blende ein bisschen zumachen. Die meisten Objektive werden so bei Blende 8 rum am schärfsten sein, deswegen werde ich jetzt hier auch mal auf Blende 8 gehen. Und weil unser Bild ansonsten jetzt viel zu dunkel ist, also den ISO lassen wir so niedrig wie möglich, weil der verschlechtert sonst unsere Bildqualität. Weil wir das Bild jetzt zu dunkel haben, werden wir einfach eine längere Verschlusszeit wählen. Und weil wir auch vom Stativ aus fotografieren, sind wir hier auch völlig frei. Also ihr könnt ja auch easy mit sogar einer Sekunde oder so Belichtungszeit belichten können, auch wenn ihr es eventuell nicht braucht. Noch habe ich hier mein großes Videolicht an. Das werde ich jetzt aber gleich mal ausschalten, damit ich meine Szene hier mit diesem kleinen Licht hier beleuchten kann. Ich stelle jetzt mal den Weißabgleich hier an meiner Lampe auf 5000 Kelvin. Und... ja, falsch. So, auf 5000 Kelvin, platziere das Licht seitlich dahinter, ich kann es auch so ein bisschen in meinen
gegen meine Flasche richten und stelle jetzt hier an meiner Kamera auch den Weißabgleich eben manuell auf 5000 Kelvin. Das heißt, meine Kamera hat jetzt genau denselben Weißabgleich wie auf der Lampe eingestellt ist. So, und jetzt mache ich mal mein Videolicht aus. Genau, jetzt sehe ich hier in meinem Display, die Flasche ist vielleicht an der Seite hier, wo ich meinen Lichtschein im Display sehe, ein bisschen zu hell. Das heißt, ich nehme trotzdem nochmal einen Ticken, eine kürzere Belichtungszeit sogar und passe es so ein bisschen an. Damit ich jetzt, weil ich ja doch eine bisschen längere Belichtungszeit habe, mit der Kamera nicht verwackel, stelle ich mir hier einen kleinen Timer ein und sage, meine Kamera soll, nachdem ich den Auslöser gedrückt habe, erstmal 2 Sekunden nichts machen und dann erst das Foto aufnehmen. Dann kann ich sicher sein, dass ich nicht verwackel, indem ich ja mit der Hand an meiner Kamera in dem Moment bin. Dann nehme ich jetzt normal einfach ein Foto auf. Schauen wir mal an, ob das so passt. Wichtig, auf keinen Fall die Kamera verrutschen, nicht gegen Stativ oder so weiterkommen, weil wir wollen das ja später, ja, jetzt gleich nochmal genauso ein Foto schießen. Das schaut schon mal ganz gut aus. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist, ich nehme hier mein Licht und platziere es mal an dieselbe Position genau gegenüber. Und ohne, dass ich irgendwas verändere, nehme ich jetzt einfach nochmal ein Bild auf. So, was wir jetzt noch machen können, was später ein cooler Effekt sein könnte, ist, wir könnten versuchen, die Flüssigkeit hier drin richtig leuchten zu lassen. Also platziere ich jetzt nochmal hier unten hinterhalb meine Lampe. Das wird man dann später nicht sehen, das können wir dann einfach rausretuschieren. Und ich sehe jetzt hier schon, wie meine Flasche richtig zum Leuchten anfängt. Ja, die untere Hälfte, die ist viel zu hell, aber es juckt uns jetzt erstmal nicht. Wir wollen hier oben einfach so einen richtig coolen Lichtschein drin haben. Ohne dass ich jetzt die Kameraeinstellungen verändere, haben wir jetzt eben hier diesen hellen Lichtschein drin und ich nehme jetzt nochmal genau mit denselben Einstellungen nochmal ein Foto auf. Jetzt haben wir also 3 Bilder, einmal wo das Licht von links kommt, einmal wo das Licht von rechts kommt und einmal hinterhalb, wo wir optional nochmal ein bisschen der Flüssigkeit später ja, ein bisschen Helligkeit und ein bisschen Leuchten geben können. Und jetzt würde ich sagen, setzen wir uns am Computer und setzen das Ganze mal, wie gesagt, in der kostenlosen Software so einfach wie möglich zusammen.